Höret, höret! Ihr abartig süchtigen Ausgeburten einer milchdickflüssig und leicht salzigen Schlabberei namens Löwenmjolk! Nach dem unglaublichen Erfolg unseres beliebten isotonisch erquickenden Sportgetränks Löwenmjolk hat unser mächtiger Imperator Anus Maximus Nostradamus der Lockere eine Maßnahme ins Leben gerufen, um euch wunderbar zahlende Süchtlinge weiterhin zu versorgen. Die Mjolkanlage mit unserem Mjolkmeister Mjanek Mjek Mjolkmjek. Was soll das denn sein? Ein Name? Kommt aus Schweden? Wenn mein Arzt mir das sagen würde, dass ich sowas hätte, sie haben Mjanek Mjek Mjolkmjek, dann würde ich mich direkt aufhängen. Naja gut. Mein Gesundheitscheck ist auf jeden Fall wie immer gut und ich bin für alle Sauereien bereit und wir machen jetzt hier mal weiter im Programm. Mjek Mjolkmjek ist ein Meister seines Faches und hat eine einzigartige Zucht an vier schniedligen Löwen mit besonders großen und ertragsreichen Hodengebellen entwickelt. Diese werden täglich von kleinen peruanischen Sklavenkindern geölt und abgemjolken in einem 24-7-Mjolkverfahren. Der gewonnene Löwenmjolk wird in unsere Geschmacksverstärkungsfilteranlage in drei unterschiedlichen köstlich-mundigen Geschmacksrichtungen ausgeschieden. Spritzig-herb, lieblich-süß und eine Form des harten, zähsalzigen Rohmjolk, die nur etwas für echte Kenner ist. Eine kleine, hochsüchtig machende Gratisprobe finden Sie links neben Ihren Sitzen. Viel Spaß beim Schlabbern. So, jetzt ist aber auch jetzt... Jetzt reicht genug Internet für heute. Ich gehe wieder ins Bett, Alter. Das ist doch nicht normal. Wie heißt der Typ aus Schweden? Mjanek Mekmjolkmjek. Oh Mann, wir haben es mal wieder geschafft, oder? Wir haben es mal wieder offiziell geschafft. Wir haben die Spitze wieder erreicht. Ja, die Leute haben gesagt, hey, guck mal, die Messlatte hängt ganz schön tief, aber Kreis und Kies, die gehen wieder aufrecht unten durch. Das ist überhaupt keine Frage. Die kriegen das hin. Ja, wir schaffen es immer wieder, ne? So, ja. Was hast du für eine Challenge eigentlich? Ich muss mit meiner Ausrüstung Zombies. Ich habe auch Ausrüstung. Abdudeln. Kommt mal her, ihr Zombies. Lauft mal hier in meine Geisterpfütze rein. Mit der Geisterpfütze ist es eigentlich ganz nice. Ey, der tanzt um die Pfütze herum. Ja, Pfützentanz, kennst du das nicht? Das machen das. So, ich hab meins. Voll beliebt bei den Zombie-Kids. Ein Preis! Uiuiuiui. Im echten Leben hätte ich auch gerne mal einen Preis, weil da kriege ich immer nur heißen Scheiß. Preise. Das Preise. Preisgünstig, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Sammel das doch mal ein. Ja, aber. Ein Schmuh da hinten. So, tot. Wir müssen ja hier weiter messern. Ich muss jetzt noch Zombies zermessern. Denn du weißt, wir brauchen drei Challenges, um den Kessel der Liebe zu gewinnen. Der Kessel of Love. The Pot of Love, Alter. Der Kessel der Liebe. War gefangen im Kessel der Liebe. No, ich sehe gerade, ich habe gar nicht meine ganze Ausrüstung dabei. Warum verändert er sich denn immer? Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Obwohl ich was komplett anderes gewählt habe. Ich habe keine Kaugummis, nix dabei jetzt. Das ist doch kacke. Ich habe extra Insta mitgenommen für den Scheiß. Dieses Spiel hasst mich. Dieses Spiel hasst alle Menschen, weil es sich auch jeden Tag verändert. Ja, das Easter Egg verändert sich dauernd. Heute ist es noch so, morgen ist es komplett anders. Höh, was ist das da? Hä? Die Seelen wurden zu deinem Banner gebannert. Hast du gerade gesehen? Bannerseelen. Ich habe die Bannerseelen gesehen. Aber ich schaff das noch hier. Zack. Ich bin nämlich der Schlitzmeister. Schlitzmeister McGurton? Ich habe Frauen geschlitzt. Da warst du noch in dem Schlitz. Ja, war ich noch McGurtons. Ich bin Stammgast bei McGurtons. Noch zwei Zombies. Ja, wo gehen wir denn als erstes hin? Was ist der Plan? Was ist der Sinn? Oh, irgendwo da rein, oder? Es geht's auch irgendwie Richtung Freiheit und. Wir brauchen ja eine Truhe, ne? Also Genuss. Die Truhe ist immer am selben Punkt. Irgendwo unten. In La Papagioia. Dieser eilige Baum. Er ist eilig. Immer links rum. Ja, es ist lange her, wo wir die gespielt haben, ne? Long time ago. Dann nehme ich das mal mit. Alter, der Zombie hatte eine Mütze an. Da liegt eine Nuke. Nicht nehmen. Ich habe gerade meine Aufgabe abgeschlossen. Macht mir Geisterflamme eigentlich Schaden? Ich weiß nicht, ich glaube nicht, oder? Nee.
Das ist nett. So, dann gehe ich hier nochmal ran. Komm schon, Skorpion. Oh, verdammt. Trotzflinte. Eine Trotzflinte. Komm, wir gehen mal wieder hoch. Ignoriere den Bengel. Meinen Ledermantel. Meint ihr damit seine Vorhaut? Ich meine, das hat man doch auch den Ledermantel, oder? War hier nicht auch schon... Ja, nennt man so in der Fachsprache. War hier nicht auch schon ein Schildteil irgendwo? Ja, irgendwo, nee, überall. Also du bist der Schildmeister, ich bin der Skorpionmeister. Die Aufteilung ist ja mehr als deutlich klar, ne? Ich weiß, aber war hier... Nee, ich glaube, hier war kein Schildteil, oder? Sollen wir nicht mal hier direkt so einen Hero rufen, einfach? Ach komm. So. Ich muss durch eine Klingenfalle rutschen. Das haben die ja auch irgendwie verändert, ne? Man rutscht jetzt nicht mehr so weit. Ich mache jetzt hier so einen Slow-Rutsch. Alter, wie viele Tiger kommen denn hier? Kannst du direkt hier drüben aufkaufen, Jackie. Jackie. Oh, Jackie O'Neill? Oh, guck mal, da haben wir schon mal einen Teil. Ja, guck mal, hier muss ich durchrutschen. Achtung. Yes, Alter. Ich habe die gepunchte Waffe jetzt unten. Oh, nice. Ich bräuchte mal so ein Insta-Kill, wäre mal geil. Was musst du denn machen? Messer. Ja, anschießen und schlitzen. Ja, aber anschießen ist und, ne? Schlitzen. Ja, ein Insta-Kill wäre geil, deswegen habe ich ihn ja eigentlich ursprünglich mal mitgenommen, aber das Spiel hat gesagt, nein. Ein brutaler Auftritt. Kleines Chakrams, oh ja. Chakrams? Kleine Shekel O'Neils. Wie was? Ich hab das nicht. Wer hat den herausgefordert? Ich hab den herausgefordert, hab gesagt, jo, der kann doch nix. Alter, bin ich eben eingeengt. Oh, ich liebe die Shotgun. Oh, hier, Insta. Messer die. Ich kümmere mich um den Großen. Hast du deine Messer-Herausforderung jetzt? Nee. Einer noch. Ich brauche noch vier. Ja, dann schnell mal nach unten. Ach nee, hier ist ja auch... Hier muss man ja shoppen. Hier muss man, ja shoppedieren. Soll ich hier raus shoppen? Ja, shoppe. Kostet 1000. Haben wir denn eigentlich schon einen Teil von dem Schild? Ja. Ja, einen Teil haben wir schon, ja. So, ich mach hier mal auf, vorsichtshalber. Ich glaube, wir sind überall, außer bei der guten alten Danu. Wir müssen halt auf die andere Seite uns jetzt rüberkaufen. Aha! Aha. Ja, ich habe etwas in den Flammen gefunden. Was hat er denn gefunden? Achso, deine Waffe. Oder was? Ja. Easy. Easy peasy. Ey, ich hab hier schon die Gunst. Die Gunst der Mjolksüchtigen. Genieße deinen Mjolk, hat er gesagt. Genieße deinen Mjolk. Trinke deinen Mjolk. Deinen salzigen Mjolk. Deinen Mjolken. Den Jürgen Mjolken. Manho, sterb doch mal. Ach, jetzt bin ich hier durch die Flammen gerutscht. Diese Flammen sind ja ewig. Ewig und immer. Wir hören irgendwie nie auf. Ich muss unten rum auf. Ich shoppen. Shoppen. Uppala. Was wollen Sie? Ich will shoppen gehen. Oh, ein Schreinerli. Schreiner. Ein Schreiner. Aber es gibt's doch nicht. Wo geht's denn eigentlich hier nochmal lang? Oh Gott, das ist alles teuer hier unten. Blut gerade ein bisschen aus, aber... What? Die haben mich bedrängt. Die paar kleinen untoten Benglons? Ja, das ist hier... Ich muss nur noch einen mit Messer killen. Oh Gott, wo bist denn du genau? Oben in der Arena. Ich renne. Häng da rum so ein bisschen hier vorne. Oh, da kommen aber schon richtig viele Freunde. Sind aber alles falsche Freunde. Ah, immer diese Flammen. Das versaut mir immer meine Moral. Ein Kill brauche ich noch. Hier, dann geh auf den. Hier, immer wieder reinmessen auf die Tussi. Yes. So. So, wir brauchen... Wir brauchen hier Ding. Türen aufkaufen. Guck mal, ich habe auch hier schon einen Kessel. Oh, El Kessler. El Kessler? David Kesselhoff? David Kesselhoff, komm mal hier runter. Wir müssen die anderen Champions entehren. Achso, dann müssen wir ganz hinten rum, ne?
Hier habe ich schon aufgeshoppt. Shoppy McGurk. Shoppy McGurkensen. Shoppy McGurkensohn? Geht's hier irgendwo hoch? Ist das hier schon ein neuer Tempel? Ja, hier musst du aufkaufen. I am coming. Gab's hier auch noch ein Schildteil? Ich weiß es nicht so genau. Ja, hier auch. In jedem Tempel, bis auf Danu, glaube ich. Das kann hier bei den... Hier gibt's die Klinge. Die kann bei den Statuen liegen. Oder unter der Treppe oder sowas. Muss sich halt so ein bisschen umgucken und die Statuen an Knöchel lang, ne? Maximale Munition. Das war der motivierte Sprecher. Maximale Munition. Ja, ja. Hier, ich hab's. Den Falken gehört, ne? Ich hab's. Oh. Ja, ich hab den Falken. Ich höre den Falken auch. Muss man den Falken melken? Ich weiß nicht. Kisho, ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Tiere dieser Welt zu melken. aufshoppen vielleicht? Jo. Oh, irgendwas hat mich angelabert hier. Hier, ist offen. Ich höre schon wieder einen Falken. Das nenne ich eine sensationelle. Ja, und hier gibt's jetzt das letzte Teil, ne? Mit dem Schwert in der Hand aufs Meer raus. Bildteil? Mhm. Dann das aus. Groß und mächtig. Das ist wahrscheinlich irgendwo unten. Ein Anwärter fordert die Streiter des Odin heraus. Oh, der Odin-Streiter. Da oben ist er schon. Oh, Doppel-Odin. Alter. Ey, die dauert so lange zum Nachladen. Ja, ja. Oh. Der ist schon mal tot. Hat einen Arm verloren. Und yes, Alter. Sehr schön. Yes. Der Streiter des Odin wurde erlegt. Nur ein Helm. Ich würde sagen, wir machen direkt hier doch den nächsten, oder? Achso, ja, ich wollte gerade dauernd hier den Falken. So, jetzt kommt noch Zeus sein Makali. Bildteil habe ich gefunden. Nice, dann können wir direkt da unten das Schild bauen. Und wir haben den Pappen. Da ist schon wieder der Falke. Koko! Warte mal, jetzt müssen wir ganz schnell hier den Pack-a-Punch machen. Du hast das Schildteil, ne? Ja. Ja, dann let's go. Let's go, aber wo, apropos go. Let's go, go. Wir müssen hier nach unten. Nehmen wir nach unten. Den Tisch. Hier dürfen sie aufkaufen. Da ist auch dann der Tisch hier in der Nähe irgendwo, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall irgendwo, wenn man hier unten rumläuft, aber ich weiß nicht wo. Sancho McGugu? Sancho McGugu? Töte den Zombie nicht. Nee, nee. Mach den da mal weg. Mach den da mal weg. Mach mal den Zombie da weg. Was sagst du? Mach den Zombie da weg? Ja, hab ich doch gesagt. Mach ihn da weg. Den mal wieder weg. Da weg. War hier nicht? Da weg. War hier nicht da der weg. Tisch? Da weg. Da weg. Oder war hier der Tisch? Nee, ja, irgendwo da unten ist er. So, ich habe das Blut der Champions. Das jetzt schön aus... Mjolken. Schön aus dem Mjolken. Ja, aus dem Mjolken. Hab ich eh nicht. Mjolken. Schau ich mal, ob ich den Schild noch... Oh mein Gott, die Prüfung der Alten. Du Jedi. Hallo. Du das ab. Sagt er. Da müssen wir, glaube ich, hier noch rein. So, hä? Warte, jetzt muss man noch den Kessel anhitten. Wo war denn das nochmal? Ah, hier. Zwischen. Wo war denn das nochmal? Zwischen. Hier, zwischen so. Schlange und Dreh. Boah, zwischen Schlange und Dreh gibt es immer noch einen Dreh. Warte mal, und dann irgendwie so. Ah, hier. Hier ist das Gitter. Jetzt kannst du gucken, wo wir hoch müssen. Feuer sollte sich nicht. Ich hab das Feuer nämlich jetzt aktiviert. Kacke, da habe ich kein Geld mehr für. Das heißt, ich muss mal eben hier süß und feurig. Warte, ich bin jetzt erstmal oben und schau mal, wo der Schädel ist. Direkt hier, geil. Wir haben Glück, wir haben Schädelglück. Schädelglück? Wir haben Schädelglück. Obwohl, hier ist es eigentlich gar nicht so ein Glück, weil der Schädel hier immer ziemlich verwochen ist. Der kann nämlich hinter so einer Feuerschale liegen. Ich bin genau auf der falschen Seite wieder. Da
merkt es doch sicher keiner, wenn etwas davon versinkt. Haben wir da hinten schon offen? Kann ich hier schon von oben rum? Nee, ne? Ich hab den Schädel. Ein gesenktes Feuer. Alter, ich muss darüber. Ich muss. Ich hab noch nicht mal das Schild. Ja, müssen wir Geld gleich machen. Aber ich hol jetzt noch die Kette. Ich stehe aufs Spiele. Und ich brauche irgendwas anderes als diese verdammte Shotgun. Oh, ich habe einen Skorpion bekommen. Ach ja. Ja, da hat er gesagt, er braucht was anderes. Ich haben die Götter gesagt, ja. Wo ist denn der, ja. Wo ist denn der Schild? Ja, haben die Götter dann gesagt. Hier ist der Schild, wo ich jetzt gerade bin. Nimm sie, haben sie gesagt. Nimm sie. Schild und ein Katar? Ein Schild und ein Katar? Wohl nie was von meiner Mission in Indien gehört, was? Ja, ich weiß, was ein Katar ist. Was ist denn da in Indien passiert? Hab ich Abenteuer erlebt in Indien. Auf der Spaßrutsche. Wollt ihr hier die Schädel wollte ich anschießen. So, ich hab das große Zahnrad. Meine innere Stimme sagt mir, dass das wichtig ist. Alter, das ist wichtig, sagt meine innere Penisstimme. So, warte mal, hier musst du jetzt irgendwie so... Ich hab die Kette. Oh, das nehme ich mit. Ein paar Schädel anschießen. Der leuchtet schon mal. Wo sind die anderen? Weiß nicht, wie schießt man denn überhaupt mit dem Schild? Unverfrorener Bulle. Das ist mein Porno-Künstlername, ne? Der unverfrorene Bulle. Der unverfrorene? Da war noch so ein Ding. Cabanossi? Cabanossi, siehst du hier noch Schädel irgendwo? Aber ich mache jetzt mal ganz kurz die Säurefalle. So, ich habe die Säurefalle erbaut. Der leuchtet und der leuchtet. Oh. Du weißt auch, dass du für das Easter Egg musst du irgendwie auch Elefantenkot oder sowas sammeln, ne? Ja, nee, du musst dich mit Scheiße bewerfen lassen. Ja, genau, und das ist dann eben im Stadion. Elefantenkot, was sie da werfen. Schön mit Elefantenschmuh ins Gesicht. Aber ich finde hier irgendwie fehlt das mir hier noch eine, ein Schädel das oder so. Das nennt man auch die braun streng riechende Elefantenmandelmaske. Ja, das haben sich damals die Damen da aufs Gesicht geschmiert. Hä, wie kommt man denn da dran? Ich kann nicht weiter nach oben zielen, weil das Schild so steif ist. Ich hab so einen steifen Schild, weißt du? Eine Mastermaske. Elefantenmastermaske. Merkt ihr das mal für die nächste Einleitung? Die Elefantenmastermaske. Für die Dame von Welt. So, waren das jetzt schon alle? Keine Ahnung, du bist der Meister. Waren das jetzt schon alle? Wie komme ich denn? Muss man da nicht irgendwie dann noch Sperma oder sowas einsammeln? Auch. Aber gefrorenes. Frisch gefroren. Ich brauche wieder Geld, um den Schädel einzuschmelzen. Weiß nicht, ob ich jetzt alle gefunden habe. Ich gehe mal runter wieder in den Keller. Jo, sorgen Sie an, wenn Sie bereit sind, ne? Ich habe irgendwie 3 Schädel angeschossen. Meistens ist ja 3 die goldene Zahl, oder nicht? Entweder 3 oder 5. Meistens 3 oder 5. Keiner macht 4. Das ist nämlich unkorrekt. Ah, da ist es. Ich sehe es. Da ist es, das unsichtbare Teil. Zack. So, erstes Schildteil habe ich schon mal. Ja, nice. Jetzt brauchen wir einen Tiger, einen Axtwerfer und, ja, mache ich den hier tot jetzt. Und einen anderen dicken Lümmel, ja. Ha, ha, ha. Ich hab den Tod des Orion. Was kostet denn hier das Türchen? 2200, Alter. Das ist viel Geld. Tja, dazu sage ich nur ha, ha, ha. Ja, keine Sorge, gleich kommt der Moneymaker. Doppelte Punkte. Here come the money. Money, money, money. Money, money, money. Na, aber guck mal, da hast du auch einen Skorpion, wenn du willst. Der Skorpion musste ich auf jeden Fall schon immer mitnehmen. Der Skorpion ist mega nice. Mit dem Skorpion, da machst du geilen Scheiß, sag ich dir. Alter. Ey, das Schild ist aber auch mega fett. Ui. No, warum? Das gibt doch doppelt. Ach, nee, doch nicht. Nee. Ja, vorbei. Und es sind alle Zombies tot. Egal, ich mach hier die Tür auf. Dann haben wir wieder Platz. Ich aktiviere jetzt hier mal die Säure. Säure-Taufe! Hey, Säure! Oh, jetzt kommt was. Was ist denn? Lass die verdammt los, Finn. Jetzt kommen irgendwelche ekelhaften Dudes. Alter. Der Skorpionschlüssel gehört uns.
Geht es da auch ein bisschen düsterer? Du weißt, dass dein Schild dadurch aber schnell kaputt geht, wenn du es einsetzt, ne? Ja gut, aber kannst du einfach mal ein neues holen. Also. Kann es sein, dass du dich für deine Vergangenheit selbst einsammeln? Das muss wert sein. Naja, warum nicht, oder? Ich bin stolz auf maximale Ciudad Juarez berichten. So, und jetzt muss ich das Ding da unten reinstecken und brauche zweimal Arena-Liebe. Das heißt also kein Kot, sondern Sperma. Weil Sperma ist eigentlich das die wertvollste Flüssigkeit, die ein Mann hergeben kann. Schweiß ist einfach, ne? Muss man das nicht irgendwie ans Loch messern? Und dann steckt der Zapfen drin? Hat doch jetzt hier den Zapfen, oder? Ja. Ich hab den Königszapfen. Müsste dann auch mal langsam, aber sicher nochmal an die Truhe. Dann gehen sie noch ran. Alter, wie sie schweben. Oh, nice. Noch ein kleiner Insta-Billy. Keiner bekommt genug von Diego. Mierda. Ich habe ihn fallen gelassen. Und komm schon. Mach ihn doch. Was zur... Alter, wie die mir eben gerade hinten und vorne einen reingedrückt haben. Haben die was verändert bei dem Loch? Weiß nicht. Ist die Kiste immer noch da, wo sie vorher war? Hä, man muss doch das Loch messern, oder? Ja, die ist immer noch da. Eigentlich musste man messern, oder nicht? Ja. Geht nicht mehr. Die haben den Step verändert vielleicht. Oh nein, ey. Oh nö, gibt's doch nicht. Oder braucht man noch irgendwas anderes? Nein, den Zapfen, dann messern, dann den Arena-Gunst-Scheiß machen. Oder gibt's jetzt mehrere Löcher? Schreiner. Nein, es geht nicht. Aber der Tiki-Taka-Schädel hier in der Kiste. Nee, geht nicht. Ich krieg da keinen Zapfen rein. Und das ist definitiv das Loch. Das ist Sprengelloch. Oh nein, die haben vielleicht den Step wieder verändert. Warum? Fände ich jetzt persönlich aber nicht so toll. Haben wir schon das bessere Schild? Nein. Was wollen wir dafür noch? Man muss mit dem Schild noch die Fetten irgendwie töten. Also ich weiß nicht, ob man das alles zusammen machen muss oder. Ich hab Blutgeld bekommen. Nemesis. Alter, der Tiger hat mir ganz schön auf die Backen gehauen. Wir hatten aber auch schon länger keinen Axtwerfer mehr irgendwie, ne? Doch, ich hatte einen. Aber der ist irgendwie direkt irgendwo verstorben. Der war super schnell super weg. Der war super schnell super weg. Super weg? Super wieder weg. Kann man hier eigentlich auch ein Leuchten, wo die Kiste ist? Alter, warum ist der Zombie? Hä? Achso, du hast das Ding an. Ja. Da oben hängen die ganzen Zombies. Ja, was ist denn jetzt hier der neue Step? Oh, das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Weißt du, merkt man sich was und dann sagt das Spiel aber, naja, aber jetzt haben wir uns überlegt, damit das Spiel ja spannend bleibt, wir ändern's. Ja, wir ändern das, weil super cool, ne? So, dann hole ich mir doch lieber einfach mal die. Shit, die haben das wirklich komplett verändert wieder. Es war ein Messer, ne? Es war einfach hier das Lochmesser, wenn man den Korken hat. Eigentlich schon. Vielleicht muss man es jetzt mit dem Schild schlagen oder so? Ich versuch's mal. Nee, da passiert auch nichts. Man hat's gemessert, dann war der Korken drin. Und dann messer du halt mal. Wo ist es denn, das Baumloch? Hier. Das ist eindeutig das Loch hier. Oder gibt es mehrere Löcher? Ach komm schon, das ist doch Beschiss. Muss man nicht erst den Krug drunter stellen und dann messen? Nein. Man messert, dann steckt das Ding drin.
Dann geht man raus, überlebt zwei Runden und kriegt den Krug. Ja, vielleicht braucht man jetzt erst den Krug oder so, ich weiß es nicht. Nein, nein, die haben irgendwas verändert. Vorsicht, Zombies kommen, Zombies kommen. Die haben irgendwas verändert. Aber es gibt keinen Guide dazu. Oh, ist ein Bug. Das kommt auch häufiger vor. Haben wir es schon aufgehoben, das Teil? Ja, ja, ich hab's im Inventar. Siehst du ja auch. Ja, ja. Ja, uns fehlt nur noch der Krug. Wir haben alle Schädel, alle Schild-Dinge. Ja, uns fehlt noch der Krug. Aber den Krug kriegt man ja erst. Braucht halt noch einen Axtwerfer. Und wenn die happy sind, ja gut, dann beenden wir halt jetzt mal die Welle und schauen mal, was passiert. Die Kreaturen in diesem Kolosseum sind noch schrecklicher und grausamer als alles zuvor. Vielleicht sollten wir auf Scarlett und Shaw aufpassen. Scarlett braucht. Doch, der rote Streifen, da ist die Kiste, oder? Sie hat dir ja, immer da, wo der Streifen ist. Viermal dein Derrier gerettet, ohne dass du es gemerkt hättest. Insta-Kill. Yes, Insta-Bill. Brutalität. Ah, das ist nicht so gut. Insta-Kill mit dem Skorpion. Das ist Skorpion, ja. Irgendwie affig, dass Eiszombies immun sind gegen Flammen. Oh. Kommt mal her, ihr kleinen Früchtchen. Sammelt euch mal um den letzten Onkel hier drüben.